Let's go. So, Freunde, die Kacke ist mal wieder komplett anders am Dampfen. Und zwar geht zurzeit ein Video viral von einer Instagramerin, Schrägstrich TikTokerin, Schrägstrich Influencerin mit dem Namen Ainishu. Mittlerweile ist ihr Account deaktiviert. Die hat ein Statement hochgeladen, was bei sehr, sehr vielen Ausländern, die in Deutschland leben, beziehungsweise Deutsche mit Migrationshintergrund, für nicht ganz so positive Vibes gesorgt hat. Wir gönnen uns das Ganze auf entspannten, zurücklehnenden Hasen. Let's go. Die Braunschweiger Innenstadt gehe, schwöre ich mir danach, das nicht mehr zu tun. So, und heute wollte ich eigentlich auch gar nicht in die Stadt, aber ich habe im Park ein Mädel getroffen, was eine richtig geile Weste anhatte. Und dann habe ich sie spontan gefragt, wo sie die her hat. Und dann hat sie mir das gesagt und dann dachte ich, ich guck mal schnell in der Stadt. Ich wohne ja relativ citynah. Ich guck mal schnell in der Stadt, gehe mit Suki los, ob es die Weste noch gibt. So, das war der einzige Grund, warum ich überhaupt an einem Samstag in die Braunschweiger Innenstadt gegangen bin. Und das wahrscheinlich finden das Leute übertrieben oder so. Aber das macht mir mittlerweile so schlechte Laune, dass ich das gar nicht in Worte fassen kann. So, dass ich also richtig traurig und melancholisch werde und teilweise heulen könnte. Ja? Warum? Wieso? Weshalb? Was ist los? Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Stadt ist. Ich glaube, es ist in jeder größeren deutschen Stadt, vor allen Dingen in Westdeutschland so. Wenn du am Wochenende in Klamottenläden gehst, du hast als Deutsche das Gefühl, ein fucking Fremdkörper zu sein. So, vor allen Dingen dann, wenn du noch mit deinem kleinen Hund unterwegs bist und ungefähr jede muslimische Familie und Clan, der da irgendwie unterwegs ist. Ist halt fraglich, woran sie genau am Aussehen erkennen will, wer jetzt deutsch ist und wer nicht. Macht sie Passkontrollen oder wie genau macht sie das? Ist halt jetzt schon offensichtlich, dass sie wahrscheinlich 2 oder maximal 3 Gehirnzellen hat. Oder halt einfach eine Hetzerin ist. Das ist natürlich auch immer eine Möglichkeit. Also entweder komplett hohl oder Hetzerin. Anguckt oder angeguckt. Ja, sie hat Clan gesagt. Wahrscheinlich erkennt sie durch telepathische Kräfte, dass Leute in Clanverbänden zusammenhängen. Zur Seite gemacht wird oder so. So, hier fängt schon an. Ihr merkt, in was für eine Richtung sich das Ganze entwickelt, ja? Jede muslimische Familie, jeder Clan. Also ihre politische Orientierung offenbart sich schon ganz am Anfang des Videos. Als hättest du eine anstrengende Ja, Mastak und ich einer Meinung. Aufgrund deines Hundes. Es ist, apropos der Hund. Er jammert, er will auf den Schoß. Einen Augenblick. So. Also, ich meine, ihr kennt meinen kleinen Hund. Ihr seht, das ist eine Fußhupe, das ist ein ganz kleiner Hund. Es gibt wirklich Männer, die machen einen Satz zur Seite, wenn der Hund irgendwo langläuft. Ja, und mein Hund ist kein Hund der Welt, der irgendwelche Leute anspringt oder sonst irgendwas. Ja, also du fühlst dich einfach original richtig unwohl. Was hat denn das, also was tut das jetzt zur Sache, dass Männer vor ihrem Hund zur Seite schrecken? Es gibt Menschen, die haben einfach Angst vor Hunden. Und diese Angst, die ja in den meisten Fällen oder in vielen Fällen sogar eine Phobie ist, hat oftmals gar nichts mit Rationalität zu tun. Wenn Menschen so eine Angst vor Hunden haben, dann haben die vor jedem Hund meistens Angst. Wenn du da unterwegs bist, so, dann dieses, also fällt nur mir das auf, also fällt wirklich nur mir das auf, dass man das Gefühl hat, das ist doch nicht mehr irgendwie ein moderater Islam, der hier größtenteils unterwegs ist oder so. Ja, also so, das sind doch nicht mehr irgendwie säkulare Muslime, das sind doch nicht mehr... Woher will sie das wissen, wie die den Islam praktizieren? Das kann sie ja am Aussehen gar nicht erkennen. Also sie könnte es vielleicht erkennen, wenn sie beobachten würde, wie die ihre Frauen auf offener Straße mit Peitschen auspeitschen und dabei irgendwelche religiösen Sachen sagen. Aber wenn die Leute einfach nur ganz normal durch die Gegend laufen und die Frau ein Kopftuch anhat, wie willst du daran erkennen, was für einen Islam die praktizieren? Ist ja so lächerlich. Die Türken, dritte, vierte Generation oder so, wo viele Frauen kein Kopftuch tragen oder sonst irgendwas und westlich leben oder so. Das ist der tiefste, größtenteils, der tiefste Mittelalter-Islam, der hier unterwegs ist. Also ich sehe gefühlt nur noch Frauen, sowieso mit Kopftüchern, dann sogar schon sehr junge Mädchen, nicht mal in der Pubertät verschleiert und so, ja, dann sind es auch nicht mehr nur irgendwie diese dezenten Kopftücher in Anführungsstrichen, dann ist es gleich so ein ganzer Chador und so ein ganzes Gewand, ja, irgendwie, also so ist es nur noch...
Lustig ist auch an, also an den, an dem, ich finde, das kann man ganz gut beobachten, an dem Fakt, dass sie so Begriffe verwendet wie Chador oder sowas, daran merkst du auch oftmals, also guck mal, daran merkst du die eigentliche Intention, daran merkst du auch, dass sie eben keine Hohlbirne ist. Wenn Leute die Content ins Internet, das merkt man auch immer bei Michael Stürzenberger, wenn Leute die Content ins Internet stellen und dabei rechte, nationalistische oder rassistische Standpunkte vertreten, wenn die zum Beispiel in islamfeindlich sind oder ablehnend gegenüber dem Islam und ein Problem pauschal mit Muslimen haben und und Content online stellen, der Muslime verunglimpft, und diese Personen dabei Begriffe verwenden, die man eigentlich nur kennen kann, wenn man sich mit dem Islam beschäftigt hat. Also lass mich so sagen, wenn du kein Muslim bist und irgendwelche Vorurteile gegen den Islam hast, ja, also dann ist es so oder so Kacke, ja. Aber wenn du das machst, weil du vielleicht einfach unwissend bist oder weil du halt vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, irgendwie vom Arsch der Welt kommst und noch nie was mit Muslimen zu tun gehabt hast und deswegen einfach irgendwelche Vorurteile hast, einfach nur aus dem Grund, weil du noch nie welche persönlich kennengelernt hast, dann hast du ja oftmals gar keine Ahnung vom Islam. Dann geht es vielleicht gerade mal so weit, dass du irgendwie, was weiß ich, so die Standard-Klischees kennst, wie ja, Islam, Terrorismus oder Islam, frauenfeindlich oder sonst irgendwas. Aber wenn diese Leute dann direkt mit so Fachbegriffen um sich werfen und irgendwelche Bedeckungsbegriffe kennen, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass diese Leute ganz gezielt den Islam schlecht machen wollen. Dass die also sich hinsetzen und Recherche betreiben, um auch Fachbegriffe erstmal in Erfahrung zu bringen. Und dann ist da halt eine ganz konkrete Agenda dahinter. Ganz klar. Der tiefste Mittelalter-Islam hier unter Doch uns. deren gutes Recht. Es Hi Mehmet, der Heikel kann mir einen blazen. Mehr kann der nicht. Gibt auch Leute, die laufen da halbnackt rum. Da sagt auch keiner was. So, was juckt dich das? Leb doch einfach dein Leben. Da kann mir doch keiner erzählen. Ich frage mich immer, was denken die anderen Leute? Was, also stört das nur mich? Fällt das nur mir auf irgendwie? Also. Ja, anscheinend schon. Ja, anscheinend scheint ja nur du oder eine sehr geringe kleine Gruppe ein Problem damit zu haben. So, was denken sich so linke, aufgeklärte, westliche Frauen, wenn sie überall im Mehmet, Mittelalter halt den sind, Ball flach, Kollege. krass verschleierten Frauen, diese Frauen in diesen Kleidersäcken, schon die kleinen Mädchen verschleiert, die Teenies verschleiert und so, was denkt man sich da? Oh, Multikulti, das ist alles so divers, so bunt oder sonst was. Das kann mir doch keiner erzählen, dass man sich denkt, oh, wie schön Multikulti oder so. Oder wenn ich die ganzen gefühlt, Entschuldigung, das Z-Wort darf man ja nicht mehr sagen, Sinti und Roma oder sonst was, oder keine Ahnung woher oder so, aber diese ungepflegte Jogginghosen-Fraktion, wenn sie nicht mit Kopftuch unterwegs ist oder so, die wirklich. Also wenn jemand Jogginghose anträgt, ist er anträgt. Wenn jemand Jogginghose trägt, ist er automatisch ungepflegt. Lauthals in ihr Telefon sprechen, mitten im Klamottenladen irgendwie mit Lautsprecher und sonst was. Also man weiß auch überhaupt nicht, was sich gehört. Man hat überhaupt keinen Respekt irgendwie vor anderen Menschen, ja, oder dass man mal. Ja, Ruffy, also ich sag dir, in den meisten Fällen, diese Leute, die hier immer in den Stream reinkommen und zum ersten oder zweiten Mal kommentieren und mich immer auf so ganz gewisse Personen ansprechen, in den meisten Fällen kannst du davon ausgehen, dass sie einfach direkt von diesen Leuten kommen. Oder oftmals auch die Leute selber sind, wenn es irrelevantere Leute sind. Sich nimmt ein. Man steht im Gang irgendwie mit seinem Also ganzen irrelevant Kram am für eine Telefon, mit größere Lautsprecher Gefolgschaft. überall und sowas, ja. In irgendeiner Sprache, die ich nicht kenne, ohnehin höre ich nur noch Sprachen, die ich nicht verstehe. Irgendwie. Sorry, die hat Probleme. Ah. Ja, also so, wo ich mich frage, also wo soll ich mich hier noch. Wo soll ich mich. Also was ist daran hier noch Heimat? Ja, Alles. wenn ich das Gefühl habe, ich bin ein Fremdkörper mit meinem Hund, ich werde komisch angeguckt, wenn ich das Gefühl habe, ich höre überhaupt nicht mehr meine Sprache um mich herum, Ups. ich weiß nicht, worüber die Leute in meiner Gegenwart reden, ich fühle mich unwohl, wenn ich schon in einen Aufzug dazu steigen muss. Also ich bin irgendwie gefühlt in der Minderheit. Die Frage ist, also sie kommt ja, ich weiß nicht genau, aus welcher Region Deutschlands sie kommt, aber klingt auf jeden Fall nach Norddeutschland. Die Frage ist, wie wird sie sich dann hier in Baden-Württemberg fühlen, in irgendeinem Dorf, wo die Leute nur
tiefstes Schwäbisch reden. Das ist so ein Schwachsinn, boah. Also, und es macht mich richtig fertig. Es macht mich richtig fertig. Meine Rede, Also Origin. ich habe wirklich, ich bin nach Hause gestapft. Habe die Weste natürlich nicht bekommen, das kam noch dazu irgendwie. Ich bin nach Hause gestapft und habe mir aus Prinzip eine überteuerte Bratwurst an einem Bratwurststand für 4 € geholt, weil ich mir dachte, so, jetzt muss ich irgendwas sehr Deutsches tun und mit meiner Bratwurst provozieren und hier rum. Also sowas Bescheuertes irgendwie. Ja, sie sagt es gerade selbst. Also überpeinlich ihr komplettes Verhalten, auch all das, was sie da von sich gibt. Natürlich versucht sie durch die Blume verschleiert, naja, mittlerweile auch nicht mehr ganz verschleiert, uns offenkundig mitzuteilen, dass sie was gegen Ausländer hat, dass ihr diese ganze Kultur missfällt, verallgemeinert alles. Auch dieser Punkt mit dem Hund jedes Mal. Nein, nicht jeder Ausländer hat Angst vor Hunden. Also dieses ständige Verallgemeinern von ihr zeigt einfach nur, wie dumm sie sein muss. Dass ich jetzt so dachte, ich muss jetzt hier meine Bratwurst mampfen ja, demonstrieren, dass ich hier immer noch in Deutschland bin und so. Also, Um ein wenig deutsche Kultur wieder ins Land zu bringen. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist wie dieses Land. Also auch noch Es mal in den gibt letzten übrigens auch sechs, Bratwurst sieben ohne Jahren mit Schwein. der Flüchtlingskrise, da wurde noch mal richtig der Turbogang eingelegt. Also wie dieses Land sich bis zur Unkenntlichkeit verändert hat. Also so, dass man sich wirklich unwohl fühlt. Ich fühle mich unwohl. Ja, wenn du dich unwohl fühlst, dann zieh doch irgendwo hin, wo du dich wohl fühlst. Zieh doch einfach hier hin, nach Simmerath. Ja, hier ist noch richtig alles gutes, altes Deutschland. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg. Vielleicht findest du ja was Neues, worüber du meckern kannst. Fühle mich unwohl in der Braunschweiger Innenstadt. Wo, weiß ich nicht. Und dann fragt euch doch mal, also man muss doch nur die Augen aufmachen. Man muss doch nur die Augen aufmachen und um zu sehen, was die Zukunft ist. So, da geht garantiert weder von der ungepflegten Jogginghosenfraktion noch von der Vollverschleierungsfraktion geht irgendwer einer geregelten Tätigkeit einen sozialversicherungspflichtigen Job nach und zahlt Steuern. So, dann frage ich mich natürlich wiederum, Nehmen wir mal als Beispiel meinen Vater, der nicht hier geboren ist in Deutschland. Gehen wir mal von ihm aus. Er hat mit Sicherheit in seinem Leben mehr Steuern gezahlt, wie du und deine komplette Familie in 20 Generationen zusammen. Mit Sicherheit. Einfach komplett Genauso wie es übertreiben. Ausländer gibt, die keine Tätigkeit ausüben, die nicht arbeiten gehen, gibt es auch Deutsche, die nicht arbeiten gehen. Ende des Monats, offensichtlich haben die alle mehr Geld zur Verfügung als die Deutschen, um Ende des Monats noch fett shoppen zu gehen. Ja, genau. Die haben also alle Ausländer, was auch immer Ausländer sind oder wie sie das definieren will, haben mehr Geld als Deutsche, weil, keine Ahnung, das weiß man ja bis zum heutigen Tage nicht, was da eigentlich der große Plan dahinter sein soll. Weil Angela Merkel mit einem Bundeswehr-Transportflugzeug die Ausländer hier einfliegt, damit die dann mehr Geld kriegen, damit die dann was auch immer machen sollen. Das ist ja das Lustigste. Wenn Rechte mit sowas immer so spielen, mit diesem Klischee immer, ja, die Ausländer kriegen mehr Geld als die Deutschen, dann muss man sich echt mal fragen, wozu eigentlich? Also wenn das gesteuert wird von der deutschen Regierung, zu welchem Ziel eigentlich? Also was genau soll das bitte bringen? Wer könnte da was davon haben, dass ein Teil der Bevölkerung irgendwie mehr, und das ist ja ein willkürlicher Teil, also wenn jetzt jemand sagen würde, ja, Reiche werden noch reicher gemacht, dann ist das tatsächlich eine Theorie, der ich mich sogar anschließe in vielen Fällen. Aber wenn wir jetzt davon reden, dass eine vermeintlich ethnische Gruppe, also dass Menschen mit Migrationshintergrund oder auch frische Einwanderer, dass die extra mehr Geld bekommen, dann fragt man sich, zu welchem Ziel? Das ist so, das sind die dämlichsten Verschwörungstheorien überhaupt. Und das gefühlt jedes Wochenende für die ganze Sippe und so, dann macht die Augen auf. Deutsche sieht man original in der Stadt nur irgendwelche Alten oder irgendwelche jungen Hipster oder sonst irgendwas, aber du siehst keine Kinder. Ich lache, ich habe gefühlt kein Ein. Irgendwelche jungen Hipster. Also alte und junge Hipster. Das heißt also, alte und junge Deutsche siehst du in der Stadt. Also was willst du? Was willst du? Und ob die Deutschen jetzt ihre Kinder in die Stadt mitbringen oder nicht? Jetzt mal abgesehen davon, dass wir haben ja jetzt schon vorher darüber gesprochen, dass es ja eh lächerlich ist, weil sie ja überhaupt gar nicht wissen kann, wer Deutsch ist und wer nicht. Eine deutsche Frau, die ein Kopftuch trägt, ist eine deutsche Frau. Ein Deutscher mit Migrationshintergrund ist ein Deutscher.
Punkt. Deutsches kleines Kind gesehen oder so. Die laufen rum und die sind ja nie alleine. Die laufen ja rum, die haben jede einen Kinderwagen, den sie vor sich her schieben. Die haben jede noch zwei, drei Kinder, die nebenher laufen und so. Also gefühlt jede voll verschleierte Frau da. Und ich habe heute wirklich... Führt ihre Lebensessenz gesehen, aus ihr raus. Andere irgendwie, die dunkle Haare... Argumentieren. Kolja. Jede voll verschleierte Frau hatte mindestens 3, 4, 5 Kinder im Schlepptau und so. Also ja. Sarrazin wurde immer so verflucht. Aber ihr müsst einfach nur zurecht gehen und es ist Sarrazin live. Das ist Demografie mal Zeit. Sarrazin hat übrigens keinen deutschen Namen. Keine deutsche Name. Dieses Land wird in ganz, ganz wenigen Jahren... Ich finde, Sarrazin sollte sich ordentlich integrieren und so Schmidt mit Nachnamen heißen. Frauen wie ich bin jetzt 33 irgendwie, man hätte eigentlich das Alter, um sich mal über... Ja, wir machen ja nach dem vierten Video Discord-Talk für den restlichen Stream und dann kann... Dann können wir sie ja nochmal offiziell auffordern, hier in den Discord-Talk zu kommen. Dann kann sie ja mal argumentieren. Kommt sie natürlich eh nicht. Gedanken zu machen. Und ich denke mir nonstop, genau an solchen Tagen, wenn ich so durch die Stadt gehe, du kannst in dieses Land original keine Kinder mehr setzen. Ja, das Land wird in ein paar Jahren komplett anders aussehen. So, also denk mal ein paar Jährchen zurück, wie das Land da aussah. Und dann denk nochmal, wie das Land nach dem Zweiten Weltkrieg aussah. Ja, genau, Chocolova. Darauf habe ich angespielt. Mitgeholfen hat, dieses Land aufzubauen. Doch, Netflix. Und dann denk heute und morgen an die jetzige Zeit und wiederhole das, was du eben gesagt hast. Du kannst in dieses Land keine Kinder setzen. Ich würde einen Rappel kriegen. Ich würde einen Rappel kriegen, wenn meine Kinder... irgendwie dann in der Schule wären oder im Kindergarten und wären da in einer Minderheit und kriegen dann noch erklärt, irgendwie was Ramadan ist und warum wir jetzt Rücksicht darauf nehmen müssen, dass da keine Klassenarbeiten geschrieben werden. Ganz schlimm, wenn Kinder erklärt bekommen, was Ramadan ist. Um Gottes Willen, das könnte ja ihren Horizont erweitern, wenn sie was über den Islam lernen. Irgendwo noch eingeredet, dass... Chromebooks sind mehr als nur ein Laptop. Sie bleiben schnell und sind einfach zu bedienen. Eigentlich sind Chromebooks einfach nur Laptops. Frau zweiter Klasse ist oder nicht rein oder sonst was, weil sie sich nicht verschleiert. Ich müsste... permanent ausrasten in diesem Land, wenn ich Kinder hätte. Übrigens, für Christen, die ultra-konservativ sind, ist wahrscheinlich eine Frau, die sich extrem freizügig anzieht, auch nicht viel angesehener. Noch mehr als ohne. Genauso sieht es halt auch aus in den Schulen. Naja, nicht wirklich. Meistens vor allem sind die Leute, die sich so benehmen, irgendwelche Freaks, die aus Städten kommen, wo es so gut wie keine Ausländer gibt. Wo keine Kontaktpunkte vorherrschen. Wo man sagen könnte, ja, man kennt den einen oder anderen und man weiß mäßig, die sind gar nicht so schlimm, wie die in den Medien immer wieder dargestellt werden. Und ja, keine Ahnung. Das ist eine einzige Abwärtsspirale. Meine Sehnsucht. Dass ich mir denke, man muss dieses gottverdammte Land endlich verlassen, ist so immens hoch, ey. Ich meine, einige von... Also da muss ich echt sagen, ich wünsche ihr wirklich, dass sie diese Sehnsucht befriedigen kann, dass sie sich einfach aus unserem schönen Deutschland verpisst. Das wäre richtig geil. Ich habe perverse Flugangst. Irgendwie, ich bin noch nie in meinem Leben geflogen. Ich habe richtig, richtig Angst davor. Aber ich habe mittlerweile so eine Sehnsucht danach, irgendwie dieses scheiß Land zu verlassen. Die Arme. Ich denke, das hat hoffentlich schafft sie es. Toi, 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 girl. Und ich möchte in einem Land leben, in dem man auch noch in ein paar Jahrzehnten gut lebt, irgendwie, ja. Wie wäre es mit, weiß ich nicht, Legoland oder Helgoland? Die können doch aus Helgoland einfach ein eigenes Land machen, wo dann sie und ihresgleichen leben können. Ich möchte diese ganzen Leute nicht hier haben. Ich möchte diese Leute nicht finanzieren und sonst irgendwas. Was ist mit den Kommentaren, Tafnis? Dann zu gehen. Als was arbeitet sie denn, wenn ich hier mal fragen darf? Womit finanziert sie denn diese Leute? Also ich sage euch ganz ehrlich, ich gehe nicht davon aus, dass sie arbeitet. Sieht zumindest für mich nicht so aus, wenn wir jetzt schon so oberflächlich sind. Kommt mir eher wie so eine Influencerin rüber. Ja, die einfach sich vor die Kamera setzt, Blödsinn verbreitet und sich damit eine goldene Nase verdient, die auch hier und da versucht, das bezweifle ich, Netflix, Steuern zu sparen, der wirklich jedes Mittel recht ist und unterm Strich, wenn es bei ihr mal nicht laufen sollte, wird sie mit Sicherheit Geld vom Staat beantragen und dann würde ich ja quasi indirekt für ihr Wohlbefinden aufkommen müssen. Die würde ja indirekt von den Steuergeldern, die ich zahle, irgendwo leben. Und das will ich auch nicht, sage ich euch ehrlich. Niemals. Netflix. Bin ich der Meinung, dass das eigentlich eine ziemlich gute Idee von ihr ist, sich einfach zu verpissen. Soll einfach in ein anderes Land gehen. So, und ich habe so eine Sehnsucht, ich habe so eine Sehnsucht. Bei welchem Rap-Musikvideo? USA oder sonst irgendwas. Was auch Musik. USA. USA und da fühlt sie sich dann besser, oder was?
In eins der wahrscheinlich größten Einwanderungsländer ever. Auf eine andere Art und Weise als hier. Das hier hat nichts mit Multikulti zu tun. Ja, weil du ja auch schon so oft da warst. Ey, das ist so unglaublich. Das ist so. Nennt sie USA als Beispiel. Ah, viel Spaß dort. Dass ich mir denke, ich muss diese scheiß Flugangst überwinden. Ich halte es hier nicht mehr aus. Ich mache das richtig, richtig fertig. Wirklich. So, und weil ich wusste, dass ich mich wieder in Rage rede, habe ich dieses Mal direkt irgendwie ein Live-Video gemacht und keine Stories. Es ist krass. Es ist einfach nur krass. Und die Leute, die mir erzählen, oh, das ist doch so bereichert, das ist so Multikulti oder sonst irgendwas, die haben für mich nicht alle Lappen am Zaun. Also wirklich, ja. Also so bin ich da, weiß ich nicht, da voll verschleierte somalische Frauen oder andere sonst was sehe oder so, das ist doch nicht. Das wäre schon echt sehr gut zu wissen, welcher Rapper, Al-Messare. Falls du es rauskriegen kannst, lass uns wissen. Islam von Menschen, die hier niemals in den Arbeitsmarkt und in unsere Kultur integrierbar sind, genau das holen wir uns hierher. Jedes Jahr eine fucking Großstadt. Entschuldigung, dass ich mich jetzt irgendwie anhöre, wie es stirbt ja auch jedes Jahr, also ich weiß nicht, ich habe gerade überhaupt gar keine Zahl im Kopf, aber es stirbt ja garantiert auch jedes Jahr eine Großstadt. Ist doch einfach. Oder eine Kleinstadt. Das hat doch nichts mit Rechts zu tun oder sonst irgendwas. Es ist einfach so. Doch, das hat mit Recht zu tun. Dieses Land ist nicht zukunftsfähig mit dieser Art der Zuwanderung. Dieses Land ist nur wegen der Zuwanderung zukunftsfähig, weil die Geburtenrate in Deutschland, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, ich habe jetzt länger nicht geguckt, aber auf jeden Fall eher rückläufig war. So, da können wir wirklich froh sein, dass wir jetzt noch irgendwie 100.000 Ukrainer dazu bekommen haben. Weil wenn ich die Ukrainerin hier in der Stadt sehe, wir haben hier mittlerweile auch im Braunschweig ein paar, das merkst du schon und hörst das auch an der Sprache natürlich und so. Ja, ja. Die ukrainischen Frauen. Top. Schönste. Mega. Gut gekleidet. Super. Und so, ja. Ja. Dass sie das selber nicht checkt. So ein Bullshit. Ehrlich, Retalk. Dass sie das selber nicht checkt. Das sind ihre Kritikpunkte. Schön fürs Auge. Die verschönern richtig das Stadtbild. Die deutschen Frauen haben das ja auch oft nicht so drauf und so. Also wirklich, das sind Leute, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken drüber. Die sehe ich und weiß. Die sieht die Leute und weiß, nur vom Aussehen, da braucht man sich gar keine Gedanken machen. Die sind super. Das können gar keine schlechten Menschen sein. Einfach weil die blond und blauäugig sind und weil die sich gut stylen. Das erinnert mich an so einen Bekannten, so als wir in der Pubertät noch waren, wo es so losging mit Mädelstreffen und Schnickschnack, ihr wisst schon. Ich weiß nicht mehr genau, dann war so das Thema, ja, Verhütung, aufpassen und bla. Und dann meinte der Kollege, was für aufpassen, muss man nicht aufpassen. Das sieht man einer Frau doch an, ob die AIDS hat. Ah, okay. Die sehen alle total gesund aus. Und genauso ist es dann auch mit Dingsbums. Mit, ob Menschen korrekt sind oder nicht, ob von denen eine Gefahr ausgeht oder nicht. Das erkennt sie einfach von außen. Die werden hier keinesfalls irgendwie dem Sozialsystem großartig auf der Tasche liegen. Die passen, also ja. Die passen auch kulturell hier rein. Die ja, mega. Den Arbeitsmarkt integrieren, die bringen ihr eigenes Geld mit und so. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ja, Freunde, so viel zu dem Video. Da braucht man nicht großartig was zu sagen. Ist auch nicht verwunderlich, dass sie ihren Account deaktiviert hat, dass sie sich jetzt aus dem Internet rausgezogen hat. Vielleicht sollte man das nächste Mal, bevor man live geht, all das aussprechen, was man in dem Moment fühlt. Vielleicht sollte man sowas nicht fühlen. Also, das ist nicht so ein guter Ratschlag, weil wenn Leute sowas denken und fühlen und es für sich behalten, dann tragen die das trotzdem in sich und geben das dann, wenn sie nicht öffentlich sind, trotzdem weiter. Das macht die Sache ja nicht besser, wenn die das im Versteckten denken. Die Leute sollen sowas nicht denken. Die Leute sollen so nicht fühlen. Wenn du so denkst, wenn du so fühlst, dann stimmt was nicht mit dir. Dann lass dich aufklären oder begib dich in psychologische Behandlung. Das ist keine normale Denkweise. Es war einfach alles Bullshit, was die Olle gelabert hat. Alles, ausnahmslos. Ja, sie ist zu 100% radikal, zu 1.000.000% ausländerfeindlich und hat nicht ganz aufgepasst, was sie an die Öffentlichkeit trägt. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die so sind wie sie. Nur ist menschenfeindlich. Das nicht so raus. Schöne Miene zum falschen Spiel. Aber solche Werte zu vermitteln in der Öffentlichkeit an die eigene Community und dafür zu sorgen, dass dieses dreckige Gedankengut sich eventuell bei dem einen oder anderen
anderen verbreitet, dieses Schubladendenken verallgemeinern, Hate Speech, was sie da betreibt, absolut unter aller Sau und sollte nicht toleriert werden. Aber schreibt ihr mir eure Meinung wie immer unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao! Ja. Ja gut, mehr braucht man dazu nicht sagen. Katastrophe. Vielleicht sollte man auch mal mit dieser Person sprechen. Also meine Erfahrung sagt mir, dass mit solchen Personen zu sprechen nicht viel bringt. Siehe Michael Stürzenberger. Aber ich gehe auf jeden Fall Debatten nicht aus dem Weg. So, Ralf, was haben wir denn als nächstes? Jetzt kommt das dritte Video, wa? Guck mal, Kommentare. Ja, ich habe gerade schon geguckt, aber was? Das sind Bots. Sag ich euch, wie es ist, sind 1.000.000%ig Bots. 1.000.000%ig sind das Bots. Viele trauen sich nicht, die Wahrheit zu sagen, genau aus solchen Gründen. Ich bin selbst Ausländer. Ich habe mit sowas Erfahrung. Nachdem ich dieses Michael Stürzenberger Video gemacht habe, wurde der Link zu meinem Video ja gespammt in den ganzen Telegram-Gruppen von Rechten, von AfD, von Islamhetzern. Und unter meinem Video sind Hunderte, Tausende Bots unterwegs, Trolle unterwegs. Das sind einfach Leute mit unzähligen Fake-Accounts und die schreiben dann immer so einen Kack. Hier, ich bin selbst Ausländer, bin in der Zeit während des Jugoslawienkriegs nach Deutschland gekommen, lebe seit 20 Jahren in der Hauptstadt und bla bla bla. Und also selbst wenn da Leute dabei sind, die keine Bots sind, sondern reale Personen, selbstverständlich gibt es auch Leute, die selber Migrationshintergrund haben und dann aus so einer Art Stockholm-Syndrom irgendwann selber nationalistische, rassistische Tendenzen entwickeln. Das macht die Sache nicht besser. Ist auch kein Beweis für gar nichts. Man sollte nicht den Fehler machen und das Like-Dislike-Verhältnis, was man ja jetzt bei YouTube nicht mehr sieht, aber Kommentare oder sonst irgendwas als die Messlatte für Recht oder Unrecht oder für die Wahrheit oder die Unwahrheit interpretieren. Das ist ein Fehler.